Hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge von Let's Play Toads Treasure Tracker. Wir befinden uns in zeitloser Mumienschanz und ja, es gibt hier so einige Stories, die ich euch zu diesem Level erzählen kann. Und ja, das hier ist nachkommentiert, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aus dem Grund, weil ich gestern noch einmal nach der Aufnahme, die wir gesehen haben, so circa 3 Stunden in dieses Level investiert habe und es einfach nicht geschafft habe. Und da hat man immer wieder die gute Taktik oder das gute Sprichwort zugute gekommen. Wenn es einfach nicht läuft an einem Tag, dann beendet es einfach. Dann zwängt euch nicht durch, beendet es einfach und versucht es dann am neuen Tag wieder, weil das hier, was ihr jetzt gerade seht, war wirklich der First Try am Tag danach und ich habe es einfach mal direkt geschafft. Also einen Tag lang, keine Ahnung, 3 Stunden am Stück probiert, durchgehend, vielleicht waren es sogar 4 Stunden, ich weiß es nicht mehr, ich habe die Zahl da nicht mehr mitgezählt. Einfach durchgehend am Stück dieses Level probiert und es einfach nicht mehr hingekriegt. Gegen Ende in den einfachsten Situationen gestorben und danach halt einfach, ja, First Try und geschafft. Ich werde ein bisschen was zu diesem Level erklären. Und zwar habe ich die ersten 2 Stunden damit verbracht, dass ich versucht habe, jede einzelne Münze diesen Level zu sammeln. Jede einzelne Münze. Und das hat dann halt unnötig Gegentreffer bekommen, ab und zu in Situationen, wo man schon längst beim Ziel war, aber dann nochmal vom Ziel weg musste und so weiter und so fort. Hier die ersten 10 Level sind kein Problem. Also in den ersten 10 Leveln, da schafft man das locker. Aber danach wird es dann echt, wenn man wirklich jede einzelne Münze sammeln will, ein bisschen komplizierter. Das habe ich so lange gemacht, bis ich es in einem Versuch geschafft habe, bis Level 45 zu kommen. Und ich dachte, ja, Level 30 wäre Schluss. Und da ich bis Level 45 gekommen bin, habe ich mir dann gedacht, okay, scheiß auf die Münzen. Ich will erstmal wissen, wie viele Level es gibt. Auch wenn ich dann auf die Gefahr hinaus kommen muss, dass ich dieses Level eventuell 2-mal beenden muss, möchte ich auf jeden Fall erstmal wissen, auf was ich mich hier einlasse und wie viele Level es gibt. Und ich kann euch an dieser Stelle schon mal sagen, konzentriert euch bloß nicht auf die Münzen. Wie gesagt, ich habe natürlich 2 Stunden vergeudet. Es wird in der letzten Ebene, in der es keinen einzigen Gegner mehr gibt, in dem es quasi nur den Schatz gibt, weshalb wir den ganzen Scheiß hier machen, wird es nochmal über 2000 Münzen einfach so geschenkt geben. Das heißt, die Münzen sind unter eurer kleinste Gefahr. Die Münzen sind wirklich überhaupt kein Problem und wenn ihr dieses Level schafft und unterwegs so grob ab und zu mal die Münzen mitnehmt, die auf eurem Weg liegen, dann schafft ihr locker 3000 Münzen. Es gibt nämlich genau 50 Ebenen, soweit kann ich sagen. Die 50. Ebene ist die letzte Ebene. Und ja, denn ihr schafft auf 50 Ebenen locker 3000 Münzen und ihr braucht ja wahrscheinlich noch nicht mehr 3000 Münzen, weil ich meine, es gibt über 2000 Münzen im letzten Level. Ihr werdet es sehen. Ich werde da jede Münze einsammeln im letzten Level, dann könnt ihr selbst auf unsere Münzzahl am Anfang und danach gucken, wie viele Münzen es da genau gibt. Aber es gibt auf jeden Fall genug Münzen, das ist also überhaupt kein Problem. Und damit habe ich halt über die Hälfte der Zeit, die ich in diesem Level investiert habe, verplempert, indem ich jede einzelne Münze gesammelt habe. Und ja, dann kann ich euch ja mal sagen, wie diese Level hier grob gestaltet sind. Und zwar gibt es immer 4 Ebenen lang dieselben Gegner. Wie die Level gestaltet sind, ist ein bisschen random. Also ich habe bislang nicht gesehen, dass sich ein Level mal wiederholt hat. Also sie waren immer anders aufgebaut, die Wege. Also ihr könnt euch nicht irgendwie auswendig lernen. Da muss ich jetzt langlaufen. Weil die Level wirklich jedes Mal anders sind. Und ja, es gibt immer 4 Level lang oder 4 Ebenen lang dieselben Gegner. Die ersten 4 Ebenen sind diese Piranha-Pflanzen. Die 5. Ebene ist dann ein Kampf gegen so einen komischen Football, Cooper und Kamek. Dann kommen die nächsten 5 Ebenen mit, die nächsten 4 Ebenen mit diesen komischen Montys, die eine Blume auf dem Kopf haben. Und dann kommt eine Safe-Ebene, wo ihr quasi einen Pilz bekommt und halt quasi keine Gegner da sind. Dann kommen hier 4 Ebenen mit Goombas. Dann kommt wieder ein Kampf gegen so ein, ja, Football, American Football, Cooper und Kamek. Aber diesmal sind es 2 von diesen American Football Coopers und ein Kamek. Danach kommen dann 4 Ebenen mit Gurus, dann kommt wieder eine Safe-Ebene, dann kommen 4 Ebenen mit Feuerpflanzen, die mir gestern wirklich extrem zu schaffen gemacht haben. Heute habe ich einfach mal überhaupt keinen Schaden bei denen genommen, glaube ich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei denen Schaden genommen habe, doch einmal, glaube ich. Also die waren diesmal überhaupt kein Problem, gestern bin ich bei denen wirklich durchgehend gestorben. Ja, also wie gesagt, da hatte ich heute einfach mega Luck. Dann kommen halt wieder 4 Ebenen mit den Feuerpflanzen. Dann kommt ein Kampf gegen 3 von diesen komischen, wie ihr hier gerade seht, 3 von diesen Viechern, die da unten rumlaufen und Kamek. Dann kommen 4 Shy Guys. Dann kommt keine Safe-Ebene bei Ebene 30, sondern erst bei Level 35 kommt die nächste Safe-Ebene. Dann kommen nämlich 4 von diesen komischen Viechern, die wir da eben gesehen haben. Ich weiß die Namen von denen nicht, deswegen nicht einfach mal Football-Viecher. Also 4 von den Football-Viechern und Kamek. Dann kommen 4 Ebenen mit Kugelwilli-Kanonen. Dann kommt, wie gesagt, die nächste Safe-Ebene. Dann kommen 4 Ebenen lang
Was kam denn danach? Vier Ebenen lang. Ach ja, vier Ebenen lang Doppel-Montys, die Kokosnüsse schießen. Also mit Blumen auf dem Kopf. Diese Montys mit Blumen auf dem Kopf, da sind zwei pro Reihe. So dass sie halt quasi die komplette Reihe abdecken können mit Schüssen. Und wenn man Pech hat, sind sogar acht davon nebeneinander. Das heißt, man muss quasi wieder perfekt ausweichen. Also quasi doppelt so viele von diesen Montys mit Blumen auf dem Kopf als normal. Dann kommen fünf von diesen Football-Viechern mit Kamek. Dann kommen Kugel wie die Kanonen plus Gumbas vier Ebenen lang. Dann kommen sechs von diesen komischen Football-Viechern und Kamek. Und dann die letzten vier Ebenen, also Level Ebene 46, 47, 48 und 49, sind dann Feuerpflanzen und Bubus, und Level 50 ist dann quasi das Ziel. Außerdem habe ich dadurch, dass ich am Anfang immer ganz, ganz viele Münzen gesammelt habe, auch festgestellt, dass in den oberen Ebenen, also ich sag mal so Ebene 1 bis 20 oder so, wesentlich weniger Münzen pro Ebene rumliegen als danach. Also je tiefer ihr kommt, umso mehr Münzen findet ihr auch auf dem Weg. In den ersten Ebenen, also in den ersten 10 Ebenen, ist es auf jeden Fall so, dass es verschiedene Arten von Ebenen gibt, hab ich schon gesagt. Das sind übrigens die Feuerpflanzen hier, bei denen ich gestern relativ häufig verreckt bin. Ja, und hier war, glaube ich, der Gegentreffer. Außerdem, das Positive ist, dass es bei diesen Feuerpflanzen auf Ebenen, in denen es Feuerpflanzen gibt, immer einen Pilz gibt, wie ihr da rechts seht. Es gibt immer einen Pilz. Das ist zumindest etwas Positives. Ich kann euch als Tipp nur sagen, wenn ihr bei denen auch immer verreckt, wartet, bis sie schießen. Weil kurz nachdem sie geschossen haben, schnappen sie erst einmal nach, ohne euch Schaden zu machen, und schießen erst dann wieder Feuer. Das heißt, wenn sie gerade geschossen haben, dann ist eure ideale Zeitpunkt, an denen vorbeizurennen. Also wenn ihr auf die zuläuft, so wie hier, vielleicht ein bisschen Zeit schinden, und sobald sie schießen, könnt ihr ein paar Sekunden lang, oder was heißt ein paar Sekunden lang, ich sag mal so zwei, drei Sekunden lang, unbeschadet an denen vorbeirennen. Das ist der einzige Tipp, den ich euch zu diesen Feuerpflanzen geben kann. In den ersten Ebenen gibt es auf jeden Fall entweder eine Ebene, der ein Pilz erscheint, eine Ebene, der ein Goldpilz erscheint, eine Ebene, der ein großer Münzturm erscheint. Ist nicht schwer zu erklären, das ist also sind ja ganz viele Münztürme nebeneinander, in jeder Größe einer. Und eine Ebene, in der ein Spitzhacke erscheint und eine Ebene, in der einfach alles normal ist. Und eine Ebene, der alles normal ist, also einfach nur Münzen liegen, mit normal hohen Münztürmen und so weiter und so fort, in denen gibt es da am Anfang zumindest, wie gesagt, in den späteren Leveln gibt es mehr Münzen, aber am Anfang gibt es da genau 205 Münzen. Gibt es dort eine Spitzhacke, gibt es nur 190 Münzen, allerdings gibt es mit der Spitzhacke natürlich noch Gegner kaputt hauen, und dadurch kriegt ihr natürlich auch noch ein paar Münzen, die nicht mit dazu gerechnet werden. Da, also 190 gibt es da normalerweise, aber mit der Spitzhacke gibt es noch mehr. Gibt es dort einen Goldpilz, gibt es dort genau 250 Münzen. Und gibt es dort einen normalen Pilz, gibt es dort auch 190. Seid ihr allerdings bereits groß, gibt ihr natürlich nochmal 10 Münzen für den Pilz, also gibt es dort dann insgesamt 200 Münzen. Und was habe ich vergessen? Ach ja, mit einem großen Münzturm weiß ich nicht die genaue Münzanzahl, aber ich glaube 220, 225 sind in der Zahl, das ist ein bisschen mehr als normal, ist, wenn der große Münzturm da ist. Das weiß ich tatsächlich auswendig, weil ich, wie gesagt, die ersten 2 Stunden lang damit verbracht habe, auf jeder Ebene jede Münze zu sammeln, bis ich dann festgestellt habe, Moment, es geht weiter als Level 30. Und ja, mich dann eigentlich nur darauf konzentriert habe, das Level komplett durchzuspielen, was eine sehr, sehr gute Entscheidung wäre, sonst würde ich da in 15 Tagen noch dran sitzen. Es gibt, wie gesagt, genug Münzen, also die Münzen sind echt das niedrigste Problem, was ihr haben könnt. Und ich finde, diese Kugelwilli-Kanonen sind übrigens die leichtesten Ebenen, die es gibt. Ihr habt überhaupt keine Gefahr, von denen abgeschossen zu werden. Echt gar keine. Wenn ihr euch einigermaßen vernünftig haltet. Und die schießen euch sogar noch die Blöcke kaputt teilweise. Also sie machen euch sogar noch Wege frei ab und zu. Die sind echt kein Problem. Wie ihr seht, haben wir momentan 3 von diesen komischen Mumien-Toads hinter uns herrennen. Ja. Was noch nicht alles wird, es kommt später noch ein vierter Mumintoad, der läuft allerdings ziemlich versetzt. Das heißt, diese 3 Mumintoads, die laufen ja in normalen Abständen. Normalerweise, eben weil der erste Toad ein bisschen näher an uns dran, aber normalerweise laufen die ja in gleichmäßigen Abständen. Der vierte Mumintoad läuft aber in ganz, ganz, ganz verzögert. Also der startet erst viel, viel später als wir. Und ja, ist somit eine viel, viel größere Gefahr, weil ihr wirklich lange Zeit auswendig behalten müsst, wo ihr langgelaufen seid, damit ihr nicht auf dem Rückweg, falls ihr in die Sackgasse gerannt seid, in den Rhein rennt. Werden wir hier nicht sehen, weil ich glaube, ich dort in keine Sackgassen gerannt bin. Aber hier, Level 35, die letzte Safe-Ebene. Sobald ihr die erreicht habt, müsst ihr einfach nur noch hoffen. Ihr müsst einfach nur noch hoffen. Hier ist es das letzte Mal, dass wir eine Ebene haben vor dem Ziel, dass man hier, ja, wie gesagt, safe ist.
Und dann schauen wir uns mal die letzten Ebenen an. Was ich übrigens auch noch sagen kann, das, was ich nicht wusste, auch wenn in der Levelauswahl noch Level verfügbar sind. So, jetzt seht ihr es, glaube ich, dass dort der verzögerte Tod startet. Und das war knapp. So, hier, das ist übrigens die Ebene, wo mehrere auf einmal schießen, wo zwei pro Reihe sind. Ist gar nicht mal so einfach. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, das ist die Spitzhacke, ist immer super. Die könnte sogar mit so in die nächste Ebene mitnehmen. Ich bin, glaube ich, auch in diesem Bild ganz schön gesehen. Springt da rein, nehmt ihr mit in die nächste Ebene und ihr könnt hier sogar noch ein paar Wände kaputt hauen. Leider hat das in diesem Fall nicht funktioniert, aber in der Theorie würde es funktionieren. Und wie ihr seht, gibt es hier viel, viel mehr Münzen als in den unteren Ebenen. Aber es gibt trotzdem genug Münzen in Level 50. So. Letzte Ebene mit diesen Viechern. Schon mal eine gute Sache. Ja, das ist trotzdem das letzte normale Level. Danach sind nämlich nur noch diese normalen Münzrausch-Level. Also dort, wo man sich aussuchen kann am Anfang, ob man eine Spitzhacke oder die Doppelkirsche nimmt und dann halt Münzen farmt. Und dort gibt es keine Bonusaufträge, keine Sterne, keine Kristalle, nichts zu sammeln. Also es sind einfach nur Bonusaufträge, die man so machen kann. Die werden wir natürlich auch am Ende dieses Parts noch anschauen. Ansonsten ist es hier aber auf jeden Fall der letzte Part von diesem Let's Play. Mein Fazit habe ich euch zu euch ja schon im letzten Level, also nach den letzten Credits, also nach dem letzten Level von Episode 3 gesagt. Das heißt, mein Fazit hat sich auch aufgrund dieses Levels hier nicht geändert. Es bleibt gleich. Deshalb, wenn ihr Fazit haben wollt, schaut euch das an. Ansonsten sieht man hier, wie nett die manchmal sein können, wenn sie uns den Weg aufsprengen. Auch wenn ich mich dann blöd angestellt habe und den falschen Weg gelaufen bin. Und das war zum Glück nicht knapp. Netterweise haben sie den Weg aufgeschossen. So. Wir kommen jetzt auch schon gleich zum letzten Kamek- und Football-Viech-Kampf. Level 45. Ja, wie gesagt, wir werden uns auf jeden Fall am Ende dieses Parts hier nochmal die letzten Münzrausch-Level anschauen. Das wird natürlich wieder live sein. Das hier ist ja, wie gesagt, nachkommentiert. Live wird das letzte dann noch sein. Und dann haben wir das Let's Play erfolgreich beendet in diesem Part. Und ja, ich habe mich mit diesem Let's Play sehr wohl gefühlt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe ich ja schon im Fazit gesagt. Mehr ist dazu einfach nur zu sagen. Eventuell, ja, weil es mit der Spitzhacke gab, deswegen war das wirklich gar kein Problem. Eventuell wäre es eher ein 20-Euro- als ein 40-Euro-Titel gewesen, aber ja, gut. Eventuell kann man ja auch abwarten, bis das Spiel dann irgendwann mal günstiger zu erhalten ist. Auf jeden Fall sollte man das nicht komplett ignorieren, denn das Spiel ist an sich relativ cool. So, auf den letzten Metern. Wir sind auf Level, auf Ebene 47. Es gibt, wie gesagt, 50, aber das 50. ist quasi nur ein Belohnungslevel. Also ist das hier quasi das vorletzte, die vorletzte Ebene, die es gibt. Und da rechts seht ihr jetzt gerade, rechts unten, einen großen Münzturm. Den habe ich mit den großen Münzturmen gemeint. Genauso sehen die aus, wenn die auf einer Ebene in den unteren Stockwerken ist. Dann gibt es dort etwas mehr Münzen als die normalen 205. Aber brauche ich, wie gesagt, eh nicht zu interessieren, solange ihr die meisten Münzen auf dem normalen Weg mitnehmt. Solltet ihr gar kein Problem haben. Und wenn ich das hier richtig gesehen habe, wurden wir diesen kompletten Run nur zweimal getroffen. Das ist unglaublich cool. Und hier steht noch einmal Thank you. Und wie ihr seht, wir haben jetzt 4300 Münzen. 4300 irgendwas mit 90. Und nachdem wir hier alles aufgesprengt haben, haben wir... Schauen wir uns jetzt mal an. Gut, die war noch groß, das sehen wir mal abziehen. Es gibt hier auf jeden Fall über 2000 Münzen. Nee. 4300. Es gibt hier fast 2000 Münzen. Es gibt hier ungefähr so, ja, 1940 Münzen. 1950 Münzen. 1950 Münzen, würde ich sagen. 1950 Münzen gibt es hier ungefähr, also mehr als genug. So, Level beendet. Das war's, das letzte schwierige Level. Wir haben die 5000 Münzen gesammelt, das heißt auch die Bonusaufgabe geschafft. Also kriege ich auch hier nochmal einmal eine Krone serviert und Glückwunsch! Du kannst nun jederzeit die Münzparadies-Level in der Bonus-Episode spielen. Vielen Dank. Und die schauen wir uns, wie gesagt, jetzt noch im restlichen Part an und beenden dann unser Let's Play hier. Also ich gebe ab in die Live-Kommentation.
So, da sind wir in der Live-Kommentation. Ich wollte euch hier im Menü noch mal ganz kurz zeigen. Wir haben jetzt hoffentlich wirklich 100% geschafft. Ich hoffe, es gibt nicht mehr als 3 Gold-Toads. Hier gibt es nämlich 3 in Episode 1, 3 in Episode 2, 3 in Episode 3. Und wir haben jetzt auch die 3 goldenen Toads in dem Captain Toad Treasure Tracker Bonus-Episoden-Level. Hier gab es ja immer einen Toad für alle Sterne, einen Toad für alle Kristalle und einen Toad für alle Bonusaufgaben. Genauso wie in Episode 2 und in Episode 3. In Bonus gab es einen Toad für alle Sterne, einen Toad für die Krone und einen Toad für alle Bonusaufgaben. So, wir sind jetzt nochmal kurz in der Live-Aufnahme, um uns die letzten Münzen-Dinger nochmal anzuschauen. Wir starten mit Münzenwahn, auch wenn wir die meisten, wenn nicht sogar alle davon schon im Let's Play gesehen haben. Dadurch, dass wir die Krone gesammelt haben, haben wir jetzt auch dauerhaft eine Krone auf dem Kopf, was uns beweist und der Welt auch dauerhaft zeigen wird. Wir sind hier der absolute Mega-King in diesem Let's Play. Wir schnappen uns mal kurz das Ding und machen einmal so. Und den Goldpilz, der hier noch drin war, und den Goldpilz, der hier noch drin war. Dann haben wir jetzt natürlich nicht die maximale Münzausbeute geholt. Wir haben eh maximale Level, aber wie gesagt, wir sind nur noch mal hier, um euch kurz diese ganzen Münzlevel zu zeigen. Wie ich schon sagte, mein Fazit habt ihr bereits im letzten Part der Episode 3 gesehen. Also in dem Part, in dem wir das letzte Mal die Credits gesehen haben, dort habe ich ja bereits mein Fazit zu diesem Let's Play gegeben, zu diesem Spiel gegeben. Das heißt, da gibt es gar nichts mehr zu sagen. Auf jeden Fall würde ich trotzdem sagen, das Spiel war schön anspruchsvoll, aber beim letzten Level muss ich halt auch euch wirklich einfach sagen, wenn es euch genauso geht wie mir und ihr jetzt 3 bis 4 Stunden am Stück probiert habt und einfach nicht weiterkamt, einfach es nicht geschafft habt, dann lasst es einfach sein. Macht einen Tag Pause. Das geht eigentlich für jedes Spiel. Das ging bei mir bislang immer für jedes Spiel. Macht einfach einen Tag Pause. Versucht es am nächsten Tag wieder und es klappt. Das hat bei mir in Donkey Kong Country Tropical Freeze geklappt, das hat bei mir in Super Mario 3D World geklappt und das hat bei mir jetzt hier auch in Toad's Treasure Tracker geklappt. Was an einem Tag überhaupt nicht wollte, hat am nächsten Tag einfach im First Try geklappt. Ich glaube, bei Mario 3D World war es dann irgendwie der dritte Versuch oder so und nicht der First Try, aber trotzdem. Donkey Kong Country war es schon in dem einen K-Level, in dem ich nicht weiterkam, der First Try, und jetzt auch hier in Toad's Treasure Tracker einfach mal der erste Versuch direkt gesessen. Also, mein Tipp an euch, wenn ihr Probleme damit habt. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch jeder Mensch anders, aber bei mir persönlich ist es immer so, einfach einen Tag lang dieses Spiel nicht mehr spielen und am nächsten klappt plötzlich alles, was vorher nicht klappen wollte. So, dann rutschen wir nochmal kurz. Pflücken dann, was das Zeug hält. Oh, ich glaube, diese Spitzhacke hatte ich vorher nie gefunden. Jetzt hatte ich hier, glaube ich, noch nie so viele Münzen gesammelt habe. Über 300, das ist, glaube ich, absoluter Rekord für uns. Viele hatte ich noch nicht. Und jetzt kommen die letzten Münzlevel. Also, gib uns nochmal einen Pilz, vielen Dank. Münzlevel Spitzhacke. Das haben wir bereits gesehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir auch schon... wir auch schon das Level mit der Kirsche hier gesehen haben. Das ist nämlich, glaube ich, das Einzige, was wir noch nicht gesehen hatten. Aber das kannten wir auf jeden Fall schon. Aber wir sind damit auch noch nie bis nach unten gekommen. Gut, dass wir es jetzt auch einmal geschafft haben. Und ja, machen wir noch kurz die Kirschen und dann ist das Let's Play auch beendet. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Let's Play. Ich hatte es definitiv. Ah, nee, das Level hatten wir definitiv noch nicht. Aber die Idee gefällt mir auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit diesem Let's Play. Wir haben alles zu 100% geschafft. Ich bin mir relativ sicher, dass die Zeiten nicht zu 100% zählen, denn es verändert sich nichts an den Leveln. Das kann ich nochmal kurz hier in Episode 1 zeigen. Dort haben wir ja das erste Level gemacht und dort oben rechts erscheint ja die Krone, sobald wir ein Level zu 100% geschafft haben. Und diese Krone hat sich nicht verändert, die ist nicht irgendwie Gold geworden, so nachdem wir die Zeitvorgabe geschafft haben. Ich glaube, die Bestzeit ist tatsächlich auch eine Bestzeit, also die Zeitvorgabe dort unten. Die Zeitvorgabe ist nämlich, glaube ich, die schnellste Zeit, in der ein Level geschafft werden kann. Das heißt, die Zeit sagt einfach nur, dieses Level könnte in 5 Sekunden geschafft werden. Wenn man wirklich alles 100%ig richtig macht und ein super PC wäre, also wenn man wirklich eine unfehlbare Person wäre, die wirklich jeden Zentimeter von Toad perfekt berechnet, dann könnte dieses Level in genau 40 Sekunden geschafft werden. Ja, für einen normalen Menschen ist, glaube ich, diese Zeitvorgabe in allen Leveln, die dieses Spiel bietet, nicht möglich. Zumindest soweit, wie ich das bislang gesehen habe. Deshalb, ja,
gehört das auch nicht zu 100%. Es hat sich hier am Anfang, im ersten Level, wo wir die Zeitvorgabe geschafft haben, nichts an der Krone verändert. Und deswegen, diese Krone da oben, weist ja die 100%. Und solange ist, wir haben ja auch alle Golden Toads hier vorne, deswegen... Das Spiel hat uns ja auch bereits damit belohnt. Nur dadurch, dass wir alle Bonusaufgaben geschafft haben, haben wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, dieses Level hier freischalten zu können. Also dadurch ist ja erst der zeitlose Mumienschanz, die zeitlose Mumienschanz erschienen. Und erst mit 192 Kristallen konnten wir diese zeitlose Mumienschanz freischalten. Und ja, dadurch, dass wir sie dann halt spielen konnten, beweist halt auch, dass wir es geschafft haben. Außerdem haben wir alle Sterne gesammelt, die dieses Spiel bietet. Ich denke wirklich, wir haben alles geschafft, denn wir können ja nur alle Kristalle und eine Bonusaufgaben haben, wenn wir auch alle Sterne gesammelt haben. Also sobald man alle Kristalle und alle Bonusaufgaben hat, kann man das letzte Level betreten. Und ja, damit muss man ja auch automatisch alle Sterne gesammelt haben. Dadurch sollten wir dieses Spiel zu 100% geschafft haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Let's Play, wie ich schon 28 Mal in diesem Part gesagt habe. Schaltet auch bei den anderen Let's Plays wieder rein. Das nächste Mario-Spiel kommt sicherlich nicht allzu spät. Ansonsten, Nachfolgeprojekt von diesem Spiel ist wahrscheinlich die Fortsetzung von Fantasy Life. Das habe ich ja bereits im letzten Jahr angefangen und musste es dann pausieren, weil so viele Release-Plays kamen. Jetzt haben wir erstmal bis Ende Februar Ruhe, bis die Order 1886 kam oder kommt. Und deswegen kann ich Fantasy Life auch wieder aufleben lassen. Als Alternative zu Fantasy Life habe ich auch noch Xenoblade Chronicles. Das wird aber wahrscheinlich dann erst nach Pokémon Omega Rubin starten. So, jetzt aber genug gelabert. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet, naja, sage ich nicht nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.